herzlich willkommen hier bei den Atlanta Falcons Germany auf YouTube, Twitter, Twitch und Facebook zu unserer wöchentlichen Show jeden Dienstag 17.30 Uhr. Und ich freue mich auch heute wieder auf Kevin aus Kiel. Moin, Leute. Und Dominik aus Wolfsburg, der unter mir sitzt. Tag von hier unten. Dass ihr beiden den Weg zu uns gefunden habt für unseren wöchentlichen Abriss zum Thema Football, zum Thema Atlanta Falcons, was da so in der Bubble und in dem Kosmos alles passiert. Es ist ja für die Falcons seit Mitte Januar etwas stiller geworden. Wir haben es ja nicht in die Playoffs geschafft. Aber es passiert ja hier und da drumherum ein bisschen was. Und für diesen Zweck treffen wir uns immer dienstags hier und besprechen das. Ja, wir haben eine Menge Spaß dran. Und wir haben vor allen Dingen auch immer wiederkehrende treue Zuschauer im Chat, die ich jetzt schon mal ganz allgemein begrüßen möchte und dann auch im Speziellen begrüßen will. Moin Moin vom Mert. Ja, er ist auch wieder mit drin und der Jojo bringt sein Erster hier mit rein. Also da gibt es mittlerweile schon Kämpfe, die ausgetragen werden zwischen Jungs und Mädels. Ich habe mich da nur zu verleiten lassen, Welcome to the Show zu bringen. Und dementsprechend kommen hier schon die ersten Tränen von Jojo. Doch nicht Erster. Erster, ja. Doch nicht. Der Klassenkampf hier, ey. Der Chris ist mit drin, Mahlzeit Männers. Er entschuldigt sich heute. Stefan Kreuz ist mit drin, moin zusammen. Ja, und hier werden die ersten Spitzen ausgeteilt. Jojo nächstes Mal vielleicht wieder. Ja, dementsprechend, also wie gesagt, das läuft hier richtig schon gut ab. Klodewig ist mit drin, Rise Up aus Ulm, großartig. Und Österreich ist vertreten. Hallo an den Alex Wurzer. Und schöne Grüße gehen, wie gesagt, an alle raus. Auch diejenigen, die sich jetzt gleich einfinden werden und dementsprechend mit uns sprechen möchten. Ja, wir werden heute ein bisschen was über den Pro Bowl verlieren. Für diejenigen, die ihn gesehen haben, ich muss gleich zu Anfang zugeben, ich habe ihn selber gar nicht gesehen, aber Dominik war mit dabei und vor allen Dingen wollen wir die Regeländerungen, die es so rund um den Pro Bowl gab, so kurz mal anreißen, ob da möglicherweise was dabei wäre für die Zukunft oder auch nicht. NFL-technisch ist ein bisschen was passiert in Washington, ja, und das eine oder andere auf Twitter ist dabei gewesen, was wir euch dann gleich wiedergeben werden. Wir haben die Free Agents heute wieder mit dabei. Drei Wide Receiver und drei Tight Ends. Kevin hat sich darum bemüht, da mal einen Blick drauf zu werfen, auch was die Verträge angeht. Ja, und NFC South und Falcons Roster News, ja, und die Auerfragen von euch. Danke schon wieder oder auf jeden Fall vorab, dass ihr auch wieder Auerfragen eingereicht habt. Dementsprechend werden wir das auch mit einpflegen. Bevor es losgeht mit dem Pro Bowl Game, und ich fange hier schon mal an rauszusuchen, die Grafik förmlich. Eine Bitte, wenn ihr hier schon drin seid und dabei seid, ja, ihr dürft jederzeit for free, ja, es kostet nichts, es tut auch nicht weh, ja, hier diesen Kanal abonnieren auf YouTube oder auf Twitch oder auf Facebook liken. Oder auf Twitter liken, wo auch immer. Ja, drückt auch gleich die Glocke, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. In der Videobeschreibung unten findet ihr auch die ganzen anderen Social Handles. Ja, wer vielleicht auf Instagram unterwegs ist, uns da noch nicht folgt, gerne mit rein. Uns fehlen uns noch 15 Follower für die magische 1000. Ja, wir sind knapp an der 1000 dran. Also wenn ihr uns da eine Freude machen wollt, ja, gerne das ein oder andere Follow da lassen. Freuen wir uns sehr. So, genug der Eigenwerbung. Es geht zum Pro Bowl Game und es gab das Spiel der NFC gegen die AFC. Ich sehe gerade das Ergebnis hier zum ersten Mal. Die AFC hat gewonnen 41 zu 35 und Dominik, du, der das ja gesehen hat, sag mir doch mal, wie war es? War es schön? Nein, es ist wie jedes Jahr dasselbe mit dem Pro Bowl. Ich muss es auch gleich so sagen, wie es ist. Ich habe es auch nur mit halbem Auge geguckt. Ich war nebenbei ein bisschen noch am Daddeln und so. Nämlich nach dem ersten Snap wusste man, wo die Reise hingeht. Und das einzig Gute am Pro Bowl sind eigentlich immer die Skill Games am Donnerstag davor. Die finde ich immer ganz nett, sage ich mal.
Aber ansonsten, das ist ein nichtiges Spiel. Keiner möchte sich natürlich nicht verletzen und Tackles werden natürlich gar nicht gesetzt. Sobald eine Berührung stattfindet, bleibt auch jeder stehen, wie man es kennt vom Pro Bowl. Es hat sich dieses Jahr nichts geändert zum letzten Jahr. Halbwegs erwähnenswert, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt wert ist, das zu erwähnen. Kyle Pitts hat einen Touchdown gemacht in Double Coverage natürlich, wie es sich gehört für ihn. Und hat aber ansonsten nicht viele Snaps gehabt. Kyle Pitts war auch, glaube ich, in Ordnung soweit. Ich meine, jetzt, wo er den Touchdown gefangen hat von Kyler Murray, hat er ja gleich mal alles gelöscht von den Arizona Cardinals. Also Murray. Ja, Kyler Murray. Natürlich auch absolute Quatschmeldung, wie immer. Es gibt nicht viel dazu zu sagen. Es ist einfach so. Wie gesagt, es gab die neuen Regeln, beziehungsweise ein neues Regelwerk, das mit eingepflegt wurde, ausprobiert wurde. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, wie es heißt. Spot and Choose heißt es. Mhm. Und zwar beim Münzwurf am Anfang vor dem Spiel kann man entscheiden, wenn man ihn gewinnt, ob man Offense oder Defense spielen will oder wo der Ball hingelegt wird beim Gegner. Das kann man für sich entscheiden. So ganz wirklich durchgestiegen bin ich da ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt verschiedene Seiten dazu gelesen. Ich habe es mir auch angehört beim Pro Bowl. Man hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch die Chance, den Ball wirklich beim Kickoff ganz, ganz tief in die gegnerische Hälfte zu legen, wenn man erst Defense spielt. Ich glaube sogar bis an die gegnerische 1-Yard-Linie. Echt? Fänd ich kurios. Es hat keiner gemacht beim Pro Bowl, soweit ich mitgekriegt habe. Ich glaube, die Spieler haben das gar nicht gecheckt beim Coin Toss. Aber das Grobe war doch, dass du den an die gegnerische 25 legen kannst. Das ist also was ganz anderes. Mal, ach, das gibt, ist wieder was es anderes. Es gibt noch ein anderes Szenario. Oh. Und zwar nach Punkten, wenn gepunktet wurde, kann man sich entscheiden, ob es einen Kickoff gibt. Das ist, wie gesagt, die zweite Neuerung. Der soll dann entweder ganz wegfallen, der Kickoff, und der Gegner kriegt ihn automatisch an der 25-Yard-Linie. Mhm. Oder das Interessantere, und das würde dann den Onside-Kick komplett eliminieren, dass man den Ball selber wieder kriegt an der eigenen 25 und mit 4. und 15 startet. Ja. Ne? Also das kann man entscheiden. Entweder automatisch beim Gegner an der gegnerischen 25 oder man sagt, oh, ich habe gepunktet, ich möchte den Ball gleich wieder haben an der eigenen 25, aber man fängt dann mit dem 4. Versuch und 15 Yards an, die man also überwinden ein Versuch bloß. Muss. Ein Versuch bloß für 15 Yards. Genau, richtig. Dann gibt es noch eine kleinere Änderung. Und zwar bei Incomplete Pass wird automatisch nicht mehr die Zeit angehalten, sondern in der ersten Halbzeit erst bei den letzten 2 Minuten und in der zweiten Halbzeit in den letzten 5 Minuten. Ah, das ist ja spannend. Das ist ja dann das Spiel so nach wie vielen Minuten dann durch? Dann geht's ja richtig schnell. Da kommt dann noch erschwerend hinzu, dass auch man vor seinem ersten Spielzug oder immer vor dem ersten, nein, nicht vor dem ersten, bei jedem Spielzug nicht mehr 40 Sekunden Zeit hat, sondern 35 Sekunden hat man ausgetestet. Auch noch. Mhm. Also die wollen das Spiel ein bisschen dynamischer machen. NCAA sind, ich glaube, nur 25 Sekunden. Bin ich da richtig? Kann das sein? College? Die haben richtig wenig Zeit, oder? Da geht es richtig zack, die zack. Haben auch weniger Zeit, aber ich glaube... Vielleicht jemand aus dem Chat, der das genau weiß. Mir war so, als wenn die beim College nur 25 Sekunden hätten. Ja, aber wir haben ja auch in der GFL... Gut, da werden ja auch keine Audibles gemacht. Also beim College, da passiert ja herzlich wenig, was der Quarterback wirklich da angeben muss. Wahrscheinlich, ne? Ja. Aha. Haben die das soweit umgesetzt? Irgendwas davon? Also das erste nicht, hattest du gesagt, das zweite wurde es umgesetzt? Erste habe ich jedenfalls so nicht mitgekriegt, dass ein Team davon profitiert hat. Das zweite auch nicht, dass man an der eigenen 25 begonnen hat. Ich glaube, es ist keiner durchgezogen. Das mit Incomplete Pass, das wurde durchgezogen und das war's. Mit der Play Clock, das ist auch 35 erst gestartet ist. Hat es das Spiel dynamischer gemacht? Das ist bei so einem Pro Bowl wirklich, wirklich schwer zu sagen. Also
Anscheinend nicht, weil wir haben nämlich auch eine Auer-Frage dazu bezüglich. Ja, ja, das kann ja dann auch vielleicht Kevin jetzt mal mit einsteigen. Musst du ein Pro Bowl sein ohne Kontakt oder Power? Ja, also ich sehe auch hier im Chat, ein Facebook-User aus der privaten Gruppe schreibt hier, schaue ich schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht durchringen können, da zu gucken. Ich wusste gar nicht, wann anfängt. Ich glaube, um 9 ging es los am Sonntag. Kevin, für dich Pro Bowl ohne Kontakt, das ist ja mehr so Two-Hand-Touch beim Flag Football, so wie sich's anhört. Das ist ja noch weniger. Also es wird ja nicht mehr irgendwie verteidigt in irgendeiner Art und Weise. Also keine Ahnung, dann kann man sich das Spiel irgendwie schenken. Diese Skill-Games, das finde ich ganz cool, dass sie das machen. Das ist auch relativ witzig und unterhaltsam. Aber dieses Spiel an sich, dann kannst du es auch sein lassen. Also, weil die Spieler nehmen das ja selber auch überhaupt nicht ernst. Ne? Die sind dann auf dem Feld und machen dann irgendwie da, worauf sie Bock haben. Und weiß ich nicht, also wenn die ein bisschen mehr Elan dabei hätten, keine Ahnung, wie irgendwie eine gröbere Trainingseinheit, okay, aber so ist das, warum man sich das auch nicht angucken, leider. Und die sollen außerdem mal wieder so Skill-Games von früher wiederbringen, wie diese Longest Throw Contest. Das, jedes Mal, wenn ich das früher sehe, das ist so, würde mich mal interessieren, wie weit Herbert so ein Ding schmeißen kann, ne? Wenn er mal so richtig ausholt. Obwohl Russell Wilson ja auch richtig abgeliefert hat, da in diesem Target, ne? Ja, aber ich glaube, der ist jedes Jahr. Also wenn er dabei ist, ist er immer richtig gut dabei. Ja. Ich glaube, Lamar Jackson hat da irgendwie mal 0 Punkte gemacht oder so. Deswegen läuft er schon. Aber hier Dings war da auch nicht so gut. Mac Jones. Der war da auch eher bescheiden unterwegs. Ja. System-Quarterback? Dafür meiner Meinung nach der Best Catch hat die wenigsten Punkte gekriegt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast von Stephon Diggs, wo er sich die Sideline gemalt hat und dann mit einer Hand zack, das Ding gegriffen hat. Nee, das eins habe ich nur, was habe ich gesehen, dass er so eine Art Salto gemacht hat und den mit einer Hand gefangen hat und irgendwie durch den Tisch durchgesprungen ist. Das war sein Bruder. Hat den Salto gemacht und Stephon Diggs ist durch den Tisch noch gesprungen. Ja, genau. Aber der hat wirklich das Ding an der Sideline so mit einer Hand gefangen. Das sah unglaublich gut aus, hat die wenigsten Punkte gekriegt. Habe ich gar nicht verstanden. Also, der Donnerstag war spaßiger als der Sonntag selbst. Trikots sahen ganz schick aus. Was fürs Auge. Das war in Las Vegas, war das, oder? Bei den Raiders drin. Komische Stadt. Scheint die Spieler auch verrückt zu machen, Las Vegas, ne? Was da dieses Jahr alles passiert ist und dieses Wochenende. Ja, werden wir wahrscheinlich nachher noch zu den NFC South News kommen. Da gab es ein paar News, die wir natürlich dann auch kommen, aber eins nach dem anderen. Ja, grüßen wir mal die Nachzügler, die hier reingekommen sind. Der Murray Believer ist da. Ja, vielleicht kann uns der Murray Believer ja mal mit einem Moinsen, ist er dabei, sagen, was es auf sich hat mit Kyler Murray. Ja, Touchdown Pass auf Kyle Pitts, danach Social Media, alles rasiert von sich und den Cardinals. Ja, folgt denen auch nicht mehr. Erste Gerüchte kamen ja auch bei den Falcons hervor oder in der Falcons-Bubble. Ja, ihr kriegt Matt Ryan, ihr kriegt Calvin Ridley, ersten, zweiten, Drittround-Pick und gibt uns Murray. Ja, also da ging es dann schon heiß her. Vielleicht weiß der Murray-Believer was darüber. Die Frau Cormy, Miss Hansen, Grüße auch anwesend bis der nächste Kunde mit Arbeit droht. Okay, da wird auf Arbeit geguckt, dass man niemanden mitkriegt. Fizzlebubble ist mit drin, schöne Grüße. Der Christian Thiele ist mit dabei mit einem Moinsinger. Und unser Martin hier aus Berlin, hallo meine Lieblingsfalkens. Ja, das ist doch mal was. Ja, also von daher sehr schön, dass ihr hier alle vertreten seid. Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, Pro Bowl können wir abhaken. Das ist für die meisten nicht so interessant gewesen. Und wie gesagt, die Auer-Frage dazu haben wir uns ja eigentlich beantwortet, ohne sie richtig beantwortet zu haben. Aber ja, es ist halt ein schönes Event. Ich glaube, ach genau, das wollte ich noch sagen. Ein Spieler habe ich gesehen. Ich glaube, war das einer von den Jets? Ich weiß gar nicht mehr genau, wer das gesagt hat. Der hat so ein bisschen um Verständnis gebeten. Das ist, glaube ich, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber er meinte, glaube ich, wir sind die einzige Profiliga, die den Pro Bowl, dieses All-Star-Game in der Saison hat. Und manche sich halt quasi noch recovern müssen von der Saison an sich mit vielen Verletzungen und so weiter und dass da keiner so richtig hundertprozentig reingehen will. Also jetzt ein bisschen versucht zu erklären. Ist ein nettes Happening, wenn man da reingeladen wurde, aber ich glaube, das ist auch die meiste Ehre wahrscheinlich für die Spieler, da reingewählt worden zu sein. Bisschen schade war natürlich, dass AJ Terrell nicht nachnominiert worden ist, ne?
Das wäre vielleicht noch so eine Meldung wert gewesen. Da wurde einer nachnominiert vor Terrell. Wer war das nochmal? Ich habe es nur so am Rand mitgekriegt. Weiß ich schon Gilmore. Gilmore, stimmt. Gilmore. Der ja verletzt war auch ein bisschen häufiger, oder? War das nicht so? Er hat ja nur wie die Hälfte der Saison gespielt bei den Panthers, glaube ich. Ja. Aber ist leider so, Terrell ist halt nicht so gut. Ist halt leben. Nicht so gut, ja. Wissen wir mit leben, ne? Genau, müssen wir mit leben. Ja. Ja. Zum Abschluss nachher wieder das Zeichen, aber ja. So. Sind wir gut für Vertragsverhandlungen, dann können wir sagen, ja, wo ist deine Pro Bowls? Genau. Und nicht danach bezahlen. Wir würden dir ja Geld geben, ja, aber ist ja teilweise mit drin, als Incentive, in Anführungsstrichen, wenn du ein Pro Bowl machst, dann kriegst du extra Money. Ja, was schreibt Martin? Nein, nein, Murray habe ich schon immer als Nachfolger von Newton gesehen. Aha, da wünscht sich jemand den Murray nach Carolina. Zumindest genauso verletzungsanfällig. Ah ja, da hätten wir was. Ja, Christian, ich bilde es mal nur ab. Ich sage es jetzt nicht laut für die, die den Podcast hören. Ja, das werden wir nachher nochmal aufgreifen. So, einer ist hier noch mit frisch reingekommen. Ramon ATL, hello und Rise Up Falcons. Sehr schön, großartig, dass du mit dabei bist. Freuen wir uns sehr. Also, gehen wir auf die NFL-News, sagen wir es mal so. Da sind ein paar Sachen passiert und ich habe hier eine schöne Sache, da habe ich nämlich auch einen persönlichen Kommentar zu, den ich hier gleich loswerden möchte. Und zwar haben am 2.2.2022 das Washington Football Team ihren neuen Namen, Teamnamen, nach 2 Jahren präsentiert. Und für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich zeige mal hier das Bild, weil sie haben natürlich auch gleich die Trikots gezeigt. Es sind jetzt die Washington Commanders. So, jetzt gab es wahrscheinlich bei jedem oder bei vielen gewisse Reaktionen. Ja. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz hier die Bilderchen durch, weil sie haben halt auch die neuen Trikots gezeigt. Ich finde dieses Burgundi heißt es ja. Ja, das ist schon eine ziemlich geile Farbe. Ja, der Name Commanders müssen wir mal schauen. Ich will euch gleich mal was vorlesen, was ich als quasi persönliche Nachricht in eine andere Gruppe gekriegt habe und einfach mal die Sichtweise von einem damaligen Redskins, Washington Football Team Fan und heutigem Fragezeichen Commanders Fan gekriegt habe, während wir hier nochmal die Bilder zeigen. Dementsprechend, ja, die Burgundi-Sachen sehen gut aus, aber da wird es schon ein bisschen schwierig. Ja, also mit diesem Weiß und diesem komischen Rot. Aber vielleicht lese ich mal ganz kurz vor, dann könnt ihr ja auch nochmal euer Statement dazu abgeben. Die Reaction kann es nicht in Worte fassen, fühlt sich an, als wenn euch jemand eine neue Familie geben mag und die einfach nichts mehr mit euren geliebten Menschen zu tun hat. Der ganze Prozess und das Ergebnis zeigt einmal mehr, dass diese Franchise so daneben geführt wird und einen Scheiß darauf gibt, was die Fans sich wünschen. 2 Jahre Feedback der Fans einholen für das? Fragezeichen. Ein Name wie aus einem schlechten Film? Fragezeichen. Die überwiegende Mehrheit hat sich für Red Wolves oder zumindest eine Verbindung zur Heritage gewünscht wie Hawks oder Red Hawks. Die, und jetzt kommt ein langes Piep, ja, hören auf nix und geben sich nicht mal die Mühe, den beschissenen neuen Namen irgendwie zu covern. Das ging ja irgendwie, ich glaube, einen Tag vorher wurde es ja schon geleakt, ja. Bis zum Announcement, fühlt sich echt leer an gerade, aber nach 35 Jahren mit viel Fanherzblut und 1000% Fan sein, Teil einer Identität, muss ich leider sagen, I'm out. Ja, also da musste ich schon schlucken, als ich das gelesen habe, weil denjenigen kenne ich sehr gut und dementsprechend, wenn man das so hört, auch wenn es ein anderes Team ist, tut weh. Ja, wie war das für euch, als ihr diesen Namen gehört habt? Ich meine, wir sind ja mit Abstand dabei, so, ja, aber wie war das für euch, Dominik? Commanders, ist das NFL-tauglich? Commanders? Also, erstmal zu deinem Kumpel, ich glaube, es tut schon irgendwie weh, wenn man da wirklich so erst den Namen verliert, aus welchen Gründen halt auch immer, wurde ja nun breit genug diskutiert vor 2 Jahren, und wenn du dann halt wirklich so vor den Karren gespannt wirst, 2 Jahre darauf warten musst und dann wirklich das Fantum nicht wirklich berücksichtigt wird, sondern einfach durchgedrückt wird, ist das schon scheiße. Und ich glaube, es ist noch beschissener, wenn es dann sowas bei rauskommt. Also es wird nicht nur nicht drauf gehört, was die Fans gerne hätten und möchten, sondern dann kommt auch noch sowas raus wie Commanders. Also ich persönlich, ich finde es furchtbar.
Also mir gefällt es überhaupt gar nicht. Mir muss es zum Glück nicht gefallen. Wir spielen vielleicht mal alle 3 Jahre gegen Washington. Muss man immer mal schauen. Ich mag auch die Trikots nicht gerne. Ich glaube, das Schwarze sah ganz okay aus. Aber ansonsten gefällt mir das nicht, wie Commanders da steht und der Strich oben und unten ist davon. Das sieht irgendwie nach nichts aus. Das sieht so... Das sieht Windows 98 aus, so schnell mal irgendwie mit, wie hieß dieses Programm damals, wo man so eigene Schriftzüge so geschwungen hat? Das hat aber Paint, einen Namen. Ist doch egal. Und was mir fehlt bei Washington, ist ein klares Logo. Also so, was weiß ich, wir haben unseren Falken. Tampa Bay hat seine beschissene Flagge. Sogar die Panthers haben sich ein Miezekätzchen hingemacht oder irgendwie sowas. Ja, ist ja so. Ich meine, was soll das Maskottchen jetzt sein bei denen? Würde ich mich mir gerne mal fragen. Also Ein richtiger Commander. Also für mich ist das eine absolut unrunde Sache und deinem Kumpel kannst du sagen, bei uns Falcons ist immer ein Platz frei, ist sowieso eine viel bessere Community und vielleicht hat der Kevin noch 2 Cents dazu, die er geben möchte. Dass er kommt, meinst du? Nee, seine Meinung. His 2 Cents. Ja, also wirklich nicht. Nicht schön, der Name an sich. Ich glaube, wir hatten doch irgendwie vor einem halben Jahr oder so mal darüber irgendwie mal ein bisschen Gedanken schweifen lassen, was so in der näheren Auswahl war. Ich weiß gar nicht, ob Commanders überhaupt drin war oder nicht. Also zumindest konnte ich mir nicht hören. Ja. Achso, okay. Er war drin, ja. Aber ja, wenn man das halt hört von deinem Kumpel, dass man da so gar nicht auf die Fans eingegangen ist, das ist halt immer ein schlechtes Zeichen. Aber ich habe das Gefühl, dass es generell jetzt mal nicht nur beim Football-Team, also jetzt bei den Commanders so, sondern generell im Sport ist halt da. Ja. Leider nicht mehr auf die Fanbase so richtig Rücksicht genommen wird. Zumindest hat man manchmal das Gefühl, wenn man noch andere Sportarten anguckt und weiß ich nicht, ich finde jetzt so die Trikots gar nicht so schlimm, muss sagen, das Weiße gefällt mir nicht, aber dieses Burgundi finde ich ganz cool immer. Ja, cool, ja. Aber das, was Dominik anspricht, auf jeden Fall, das mit dem Wappen, also keine Ahnung, es ist einfach ein Schriftzug, wo Commanders drauf. Der war sogar das Wappen vom Footballteam deutlich angenehmer. Ja, die haben ja das Logo, geändert in dieses, das ist ja das W weiterhin. Das bleibt ja auch auf dem Helm drauf. Nur haben sie das bleibt jetzt, das W, ja? Das W, aber sie haben es, ich muss mal gucken, wo ich es finde. Ob ich es hier irgendwo sehe, zufällig. Ja, natürlich jetzt gerade nicht. Ich glaube, haben die das noch in klein irgendwie auf den Trikots oder so? Du hast nicht auch in der Flugstrecke mit drin? Nee, die haben, warte mal, was macht er denn jetzt hier? Ich guck mal, wo ich es gerade finde. Jetzt finde ich es natürlich gerade gar nicht und die haben es hier auch irgendwie gar nicht groß auf ihrer Seite drauf. Ja, das ist ja jetzt brutal. Hail to the Command, das heißt jetzt auch das neue Hashtag, wenn man so möchte. Das hier hieß ja damals Hail to the Redskins, HTTR. Ja, das haben sie jetzt so Hail to the Commanders gemacht. Ja, ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es das W und die haben quasi den Rand gelassen und die Schrift an sich ist Burgundi und der Rand ist gelb. So. Ja. Und also man sieht es hier ganz, ganz klein hier außen. Das ist das Logo. Ich finde es halt leider gerade nicht, sorry. Ja, so. Das ist auf den Helm drauf. Ja, so. Mhm. Gut. Okay, gut. Dann muss ich das ja wieder zurücknehmen. Ja, wie heißt er? Wins Young? Nee, Trace Young heißt er, oder? Wie heißt der End? Young. Wie heißt er mit Vornamen? Oh. Wie heißt er? Also nicht drauf. Trey Young. Trace Young? Trey Young ist doch, glaube ich, der von Basketball. Chase Young. Chase Young. Oh, danke. Ja, so, Manometer. Jetzt haben wir es. Mann, ey. Der hat sich ja damals, und der wird ja hier auch gezeigt auf den Bildern. Ich meine, guckt euch das mal an, er sieht echt nicht glücklich aus. Ja. Und der hat ja komplett dagegen gewettert in dem Interview. Chase Young, danke Jojo, Manometer. Ja, da ist es. Hat dagegen gewettert, dass es das mit Abstand der schlechteste Name ist, den er gar nicht haben möchte. Und ich finde, dieser Gesichtsausdruck zeigt es auch irgendwie. Ja, also. Aber guckt der nicht immer so? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es wirkt auch irgendwie, ja. Arme Washington. Wie gesagt, ist überhaupt gar keine runde Sache, was die gemacht haben, finde ich. Ist absolut nicht. Red Wolves hätte so ein Tier, was halt irgendwie reingepasst hätte. Ja, das hätte man zu den Miezekätzchen verorten können, so halb. Ja, dann wäre das auch ausgeglichen zwischen den Vögeln und den Miezekätzchen. Ja, Löwen, Bengals und so weiter. Hätten sie noch den Wolf gekriegt, dann wäre das, glaube ich, 5-5 gewesen, ausgeglichen. Ja, aber Commanders ist halt...
schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Und es werden auch hier, Murray Believer sagt halt auch, ja, XFL-Team, ja, klingt wie eine Madden-Relocation-Team, ja. Stimmt. Commanders klingt wie eine misslungene Teenager-Komödie. Also von Washington Football-Team zu WC als Abkürzung, ja, das ist ja, ja, also ich denke mal, die werden WSH behalten, wenn es um diese Twitter-Abkürzungen geht. Ja, weil WC kannst du da jetzt auch nicht bringen. Ja, also. Na, der Ami versteht das nicht, WC. Das ist ja für uns Deutsche nur eine gängige Abkürzung. Ist das bei dir nicht auch WC? Nee, Restroom ist nicht bei dem, ja. Restroom oder Toilet, ne? Also, Toilet ist Restroom. Nicht, dass sie die Abkürzung kennen. Ja. Gut, 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 gut. Naja, es ist, wie es ist. Der Murray Believer hat noch was zu Murray geschrieben. Das können wir mal hier kurz einflechten, bevor wir dann in die anderen News reingehen. Murray wird, denke ich, nicht wechseln. Ich glaube, er will einen langfristigen Vertrag. Sein Rookie-Contract läuft nächstes Jahr aus, aber eigentlich kann er sich nicht beschweren. Und dann schreibt er weiter, wir haben ihm einen Top-3-Receiver, wir haben ihm einen Top-3-Receiver gegeben und noch einen anderen All-Star-Kaliber wie Watt oder Hudson. Wenn, glaube ich, lässt man lieber den Headcoach nächstes Jahr gehen, was ich eher hoffe. Aha, da geht es schon an den Headcoach. Hm. Ja. Na gut. Heike Gebauer ist drin. Hallo aus Rüden. Einen wunderschönen guten Tag, Heike. Hallo, Schwiegermutti. Hoher Besuch. Oh, das ist ja nett. Schön. Ja, wollte gerade sagen, wir haben mit Frau Hansen und Heike haben wir jetzt zwei Damen hier im Chat. Großartig. Sehr schön. Wenn ihr ein bisschen was zum Super Bowl wissen wollt, der Matthias Giendorf, ja, wir gehen zu den nächsten Themen schon. Der Matthias Giendorf von Football oder beim Football.de hat einen Blogbeitrag geschrieben zu 56 Fakten Super Bowl. Ganz nette, spannende Infos drin. Wann die Bengals das letzte Mal drin waren, wie oft die Rams drin waren und so weiter und so weiter. Hat er heute rausgebracht, haben wir retweetet auf Twitter. Kann man mal rüberfliegen, gibt ein paar nette Infos dazu. Dementsprechend ist das auf jeden Fall mal eine Meldung wert. Und auf der anderen Seite gab es einen Tweet der neuen Head Coaches. Ja, vielleicht können wir dazu zwei, drei Sekunden noch verlieren. Denn das Head Coach-Karussell scheint sich jetzt zu Ende gedreht zu haben. Und welche von den Herren, die jetzt alle einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben, ist für euch denn die kurioseste beziehungsweise die spannendste, wenn man das jetzt so sieht? Sollen wir es kurz vorlesen? Doug Peterson, heißt er Peterson, der ehemalige Eagles Head Coach, Super Bowl Champion zu den Jacks, Matt Eberflus zu den Bears, Lovie Smith Texans, Kevin O'Connell Vikings, Brian Dable zu den Giants. Da gab es ja diese Kontroverse mit Flores. Ja, Flores von Miami. Ist das eigentlich schon ausgestanden? Nee, das geht erst richtig los, oder? Da wird noch ein bisschen was kommen. Und Bill Belichick, der irgendwie seine Brille nicht aufhatte und versehentlich den Falschen irgendwie geschrieben hat. Josh McDaniels zu den Raiders. Mike McDaniel, ehemaliger Running Back Assistant Coach 2016, auch von den Falcons gewesen, löst sich von seinem Ziehvater Kyle Shanahan und geht jetzt in eigene Fußstapfen zu den Dolphins. Dennis Allen, Defense Coordinator Saints, ist jetzt der neue Head Coach bei den Saints. Und Nathaniel Hackett, Broncos Head Coach. Wer ist das spannendste Head Coach-Thema bei denen für euch? Ist doch eher spannender, wer nicht da mit dabei ist, oder? Ich habe heute so eine Kontroverse über Bieniemy gelesen, ja, dass der einfach keinen Job kriegt, obwohl der anscheinend gute Arbeit macht als Koordinator. Da ist ja schon wieder so eine Rassismusfrage irgendwie im Raum auch. Hat irgendjemand mit reingebracht, ja. Das stimmt, Bieniemy ist nicht mit dabei. Ja, die Saints waren irgendwie wohl, die haben wohl 8 Stunden mit ihm ein Interview geführt, 8 Stunden lang. Ja, um dann letztlich Dennis Allen quasi vom Defense-Koordinator hochzuziehen. 8 Stunden ist hart. Also wenn du 8 Stunden ein Interview hast und dann wirst du nicht genommen, boah. Ja.
Das so ist jetzt, glaube ich, schon Bienemi. Das zweite Jahr in Folge oder so mit Bienemi, ne? Ist ja nicht genommen wird. Ja, der war letztes Jahr schon so heiß in der Verlosung. Ganz komisch. Der war bei uns auch im Interview. Stimmt. Mhm. Hat auch nicht geschafft. Ja, haben sich auch einige Falcons in der Bubble beschwert. So, ja, guckt mal, jetzt nehmen ihn die Saints nach 8 Stunden Interview und wir haben irgendwie den Bust Arthur Smith genommen und bla bla bla. Also, naja, also so viel dazu. Was trauen wir Doug Peterson zu? Automatic Super Bowl mit den Jaguars nächstes Jahr? Ich finde, also dass ich habe ja einen Jaguars-Kumpel und der findet den High an sich ganz gut, aber das Problem ist, bei den Jaguars ist der GM. Also die haben Balki und der wird leider aus irgendeinem Grund nicht entlassen. Und wenn man sich den Rekord vor ihm anguckt, 4 Jahre, ich glaube, in den 4 Jahren, wo er irgendwie GM war, 4 verschiedene Head Coaches gehabt. Merkwürdig. Ob es da einen Zusammenhang gibt, weiß man nicht. Möglich. Weil der Hauptkandidat war eigentlich Leftwich von den Buccaneers, der Offensive Coordinator. Der sollte eigentlich ja Head Coach werden bei den Jags. Mhm. Aber da hat Khan, der Owner, gesagt, nö, wir behalten Balki, weil Leftwich wäre nur Head Coach geworden, hätte er sich einen, ich glaube, irgendwie so ein Director of Personnel von den Cardinals. Der wäre dann normal GM geworden, aber das ging durch den Owner leider nicht. Du gehst doch nicht zum Vorstellungsgespräch und stellst Forderungen. Was ist denn hier los? Ja, ansonsten, ich finde, Josh McDaniels, da bin ich auch gespannt drauf, was der macht jetzt bei seinem zweiten Engagement außerhalb von New England. Ja. Ob er auch nach einem Jahr sagt, naja, kein Bock mehr auf die Scheiße. Ja, spannend. Ja. Spannend, spannend, spannend. Na gut, so viel dazu. Morgen, und dazu haben wir auch eine Auerfrage. Morgen, 21 Uhr deutscher Zeit, wird Goodell, der Commissioner der NFL, ja, das ist auch der, der immer auf den Dukes, auf den Bällen unterschreibt, ja, jeden einzelnen Ball natürlich, wird bekannt geben, welche Stadt den Austragungsort quasi für das NFL International Game bekommen wird. Es gibt auch eine Auerfrage dazu. Euer Tipp, wer bekommt den Zuschlag für das NFL-Spiel 2022 in Deutschland? München, Frankfurt oder Düsseldorf? Morgen 21 Uhr wissen wir es. Ja, wollen wir hier eine kurze Umfrage machen, was ihr glaubt, dass es werdet, was es wird? München. Mit dem Oktoberfest zusammen, das wäre ja eine richtige Geldgrube, ne? Na, ich habe gelesen, dass es vielleicht eher Ende November kommt, das Spiel in Deutschland, weil dann die WM anfängt. Und fußballfreie Zeit. Das wäre auch nicht verkehrt. Mhm. Aber München ist am attraktivsten, denke ich mal, auch vom Stadion her. Und Wie sieht es denn mit Hotels aus in München? Haben die nicht Probleme zum Oktoberfest? Ja, Oktoberfest ist, ich glaube, da brauchst du innerhalb Münchens nicht suchen. Nee. Aber wer für uns Deutsche nicht so wichtig, sage ich mal. Da kann man ja ein bisschen verreisen, ne? Also morgens hin, abends zurück oder? Abends zurück, oder irgendwo in die Nähe von München einfach hin, ne? Aber ich glaube, wie gesagt, ich könnte mir, wo ich das heute gelesen habe, fand ich das gar nicht schlecht. Dadurch, dass wir ja diese Winter-WM, Fußball-WM in Katar haben, hört die Bundesliga, glaube ich, irgendwie 15. November oder so auf. Oh, steine ich mich nicht, wenn es falsch ist, dass man dann ab 15. November irgendwo das Spiel machen könnte von der NFL. Also mitten in einer heißen Phase, ist ja auch nicht schlecht, ne? Wäre kein unbedeutendes Spiel. Und die Fußballstadien wären auf jeden Fall frei. Ich habe irgendwie noch Frankfurt mehr so als Favoriten für mich selber, aber ich bin da nicht mit dem neuesten Wissensstand. Frankfurt wäre wahrscheinlich vom Flughafen her, tippe ich jetzt mal, was der größte ist, ne? Auch vor einem Umschlag. Ich weiß jetzt nicht, wie kompliziert das dann wirklich ist, aber wenn du da noch mehr Zeit und Raum hast, sich da irgendwie alles zu transportieren. Naja, München ist halt, wie viel Kilometer ist da weg? 80 Kilometer, 100 Kilometer von München selber? Ja, also da ist ja dann nichts weiter außer das Stadion, oder? Also ich war noch nie da, aber ich glaube, da ist nichts weiter, oder? Das Stadion ist ziemlich außerhalb gelegen. Hat, Also du hättest nicht so eine Connection zu der Stadt an sich, das heißt, Mir würde Frankfurt auch besser gefallen vom Fahren her. Fährt sich viel besser nach Frankfurt als nach München. Jojo tippt auf Düsseldorf. Dann haben wir ja alle drei. Wenn noch besser, dann wir alle bei Kevin. Genau. So. Stimmt. Aus der Badewanne, der Kevin. Der Kevin, der geht dann in die Badewanne und wir machen uns breit. Ist echt so. Sieht gut. Great, 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 great.
Gut, mal sehen, was da wird. Wir haben noch, wir wollten es eigentlich auch nicht groß jetzt besprechen, aber es trudeln natürlich die ersten Mock-Drafts ein und es gibt mittlerweile einen, Klodowick schreibt hier noch, ganz kurz, dass ich das noch kurz erwähne, Frankfurt finde ich cool, aber vermutlich wird es München, da gibt es das Olympiastadion auch noch. Ach, meint ihr, die spielen im Olympiastadion? Nein. Nee, das ist nicht modern genug, der NFL. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also mit der Tatanbahn und so weiter und das Ding, ist es überhaupt noch frisch? Also fehlen da nicht schon Stühle wahrscheinlich oder so? Ja, ich weiß nicht, abgebaut. Ja, weiß nicht, kommt man da einfach so rein? Düsseldorf kennt ja keiner. Naja, gut. Wer hat denn da ein Vögelchen bei euch? Ich habe keine Vögelchen. Nur Falken. Ob hier nur in Falken. Kiel wieder... Oh ja, da hört man es. Ist in Kiel. Hier ist schon der Frühling angekommen. Ja, ich merke schon, ey. Ich glaube, ich komme nicht mal besuchen. Ist nicht R2D2, ist ein Vögelchen. Ja, ist also, ein Vögelchen. Ein Vögelchen. Moin, moin, grüßt euch von Twitch direkt, Gaming38TV, kennt auch der Dominik. Also du hast moin, eine PR angezettelt hier anscheinend. Ja, also. Der Dominik Fanclub. Ja, der Dominik Fanclub. Ich hole sie alle, Leute, ja. Aber alle fleißig. Soweit ich weiß, wartet er mit seinem Gaming-Streaming immer, bis wir fertig sind. Damit die Massen von uns, die 12 Trillionen, einfach einmal rüber switchen. So sieht es nämlich aus. Ist intelligent. Sehr clever. Ist sehr, sehr clever. So, hier sind noch ein paar Sachen zum Stadion reingekommen. Kevin aus der Badewanne ist mit drin. Ich wäre für Düsseldorf. Bleiben wir noch mal kurz da. So, was schreibt Stefan? Die Allianz Arena ist aber gut mit Straßenbahn etc. verbunden, ist also kein Thema und nur eine Stunde Fahrzeit. Also mein Favorit. Eine Stunde zum Stadion? Alter Schwede. Nee, ja. Ich glaube für ihn nur eine Stunde. Ach so. Ja, ah, ja. Gut. Ja, gut, okay. Ja. München könnte aber mehr rein als in Frankfurt. Ja, aber so viel machen die ja gar nicht mal rein. Ja, wie viel sind das gewesen? Auch in London. Also es war nicht voll. Die haben ist ja kleiner geworden durch Wembley, ja, der Umzug von Wembley zu... Stimmt. 90.000 Wembley und 60.000 bloß in Tottenham. Also von daher, das ist nicht das Argument, dass sie das irgendwie voll machen wollen wegen Zuschauern. Also die verdienen ja wahrscheinlich sowieso nichts, also sie verdienen schon was an den Tickets, aber das, was in Berlin auch so ein bisschen gescheitert ist, so hinten raus, ist ja, dass sie keine Steuern zahlen wollen. Ja, und sich so ein bisschen durchdealen wollen. Kenn ja, ich. Also nach dem Motto, ey, passt mal auf, wir kommen hier mit einem Zug, ja, da habt ihr jetzt richtig viele Touristen, holt euch das über eure Mehrwertsteuer wieder zurück, aber lasst uns bitte außen vor. Damit verdient ja die NFL. Ja, Schubertzern ist mit drin. Schöne Grüße nach Cleveland. Ja, es wird Frankfurt. Häkchen dran, Achseln, Schulter zucken. Ja, der Schubertzern weiß es, ja, und er hat es gesagt. Ja, und Kevin aus der Badewanne hat sich jetzt auch auf Frankfurt festgelegt. Morgen wissen wir es. Ja, morgen wissen wir es. Ja, so. Rise up, Jungs, von Fatih aus Stuttgart. Fast vergessen, dass heute Dienstag ist. Schäm dich, Fatih. Einmal in die Ecke. Er bleibt einmal einfach Mitarbeiter des Monats, der Buccaneers, ey, wirklich. Er bleibt der Buccaneers-Mitarbeiter des Monats. Gut. Gehen wir ganz kurz in, wir zeigen es nur mal ganz kurz. Wir wollen es erst wirklich ab dem 15. März so langsam angehen, beziehungsweise wenn die Combines richtig starten und wir da auch so ein bisschen mehr einsteigen können. Aber natürlich trudeln die Mock-Drafts hier rein. Seth Galina von PFF hat einen zum Besten gegeben und für viel Augenrollen gesorgt bei den Twitter-Followern. Ja, ich zeige Ihnen einfach mal, dass wir hier mal drüber sprechen können oder es mal zeigen können. Und an Nummer 8, wo wir uns ja befinden, findet sich kein geringer als Thibodeau wieder. Wenn ich jetzt Kevin und Dominik so anschaue und ihr seid ja ein bisschen mehr in der College-Geschichte drin, wird es so nicht geben, oder? Nee. Das wäre überraschend, oder? Ja, würde ich gerade sagen. Also alleine schon der First Overall Pick ist, nee. Also ein Cross ist ein guter Tackle, aber nee. Das würde mich, dann kannst du Balki aber auch direkt entlassen nach dem Draft. Dann kannst du gleich nach dem Pick, kannst du sagen, so hier, da ist die Tür, kannst du rausgehen. Gehen Sie bitte. Auf Wiedersehen. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, ich überlege, also ich meine, Stingley wird noch halbwegs Sinn ergeben bei den Lions, aber danach, ja gut, okay, nimmst du halt Hutchinson, aber nee, nach dem, ja. Never. Niemals, glaube ich nicht. Also das wäre ein Fest, wenn Thibodeau zu uns fallen würde, aber ja. Das sehe ich wirklich nicht. Nee, wirklich. Also,
Macht doch nicht zu viel Hoffnung, also wenn ihr das seht. Das also ihr könnt da, wenn ihr was übrig habt, könnt ihr mal einen Taui drauf setzen, dass das so ausgeht. Aber ich wünsche euch auch alles Glück der Welt, dass es dann eintrifft, aber ist eher gering, die Wahrscheinlichkeit. Ja. Eher gering, oder? Ja, sind ja ein paar schöne Namen zu finden. Sauce Gardner, der ist, glaube ich, von Cincinnati, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Cornerback, den sehen auch viele nicht unter den Top Ten. Ja, wie er sich da reingemuscht hat, habe ich bei vielen gelesen. Ja, aber gut, wir werden sehen, Edger, das wäre natürlich ein Fest, so einen zu bekommen. Irgendwas gab es wohl, ich glaube, das hat Kevin auch letztens erwähnt. Da hatte ich richtige Tech McKinley-Vibes auf einmal so gehabt. Das so ein bisschen sein, Thibodeau, was war denn das? Thibodeau sei nicht so wirklich mit 100%igem Elan dabei. Ja. So, ne? Ja, aber dieser Mockdraft, guck ihn dir an, da sind wie viel? 1, 2, 3, 4 O-Liner unter den Top 10. Ja. Das finde ich schon beachtlich, auf jeden Fall. Wie willst du eine gute Offense aufbauen? Über eine vernünftige O-Line. Selbstverständlich brauchen wir eine gute O-Line. Ist immer wieder gerade bei Anfängern oft vergessen, die O-Line. Aber wir haben so viele gute Talente in der Defense dieses Jahr im Draft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so weit rutschen. Werden wir mal sehen. Thibodeau würde ich mit Kusshand nehmen, schreibt der Mert. Ja, ich glaube, das können wir alle festhalten, ja, dass man den auf jeden Fall haben wollen würde. Fatih schreibt, egal wo, Hauptsache Deutschland und die Falcons. Achso, das ist noch, Entschuldigung, jetzt bin ich hier ein bisschen durcheinander. Geht wohl hier um Michi Schauer, der schreibt, wie viel Uhr wird der Spielort bekannt gegeben? 21 Uhr, Michi. Ja, für mich als Münchner wäre München natürlich Killer. Ja, also da sind wir nochmal auf dem Thema davor. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Na gut, also wir haben es bloß mit reingenommen und vielleicht die Frage dazu, die uns in der Auer-Frage gestellt wurde, sie passt nicht hundertprozentig da rein, aber ich dachte, ich bringe sie mal hier. Rebuild Now oder Win Now 2022 in einer deutlich geschwächten Division? Wenn wir Thibodeau bekämen, ja, und vielleicht noch in Runde 2 einen guten Receiver, haben wir dann Win Now, ja, laut dieser Frage? Immer noch nicht. Immer noch nicht, oder? Auch im Februar müssen wir hier wieder alle enttäuschen, wie jeden Dienstag. Sind wir ehrlich, ich glaube, das Ganze sollten wir einfach mal ad acta legen. Das Jahr 2022 ist noch ein reines Transition Year wahrscheinlich. Ja, wir sollten die Hoffnung nicht allzu hoch hängen. Dennoch wollen wir uns um ein paar Free Agents mal bemühen. Vor 2 Wochen in einem Kommentar unter YouTube gefragt, ob wir nicht mal ein paar Free Agents rauspicken können. Wir haben letzte Woche Running Backs gezeigt. Wir wollen dieses Jahr uns um die Passempfänger kümmern, Wide Receiver, Tight Ends. Ja, haben wir jeweils 3-3 eingebaut. Und Kevin hat uns da ein bisschen was rausgesucht und ich präsentiere uns ein paar Bildchen dazu, dass wir uns mal anschauen können, wer möglicherweise in den Dunstkreis von uns fallen könnte. Ja, und Nummer 1 ist Cedric Wilson, Wide Receiver Nummer 1 bei den Dallas Cowboys. Ja, und wir wollen uns den jungen Herrn mal anschauen. Ja, nettes Lächeln, dementsprechend auch gar nicht so schlecht, was die Grades angeht, performt. Overall Offense mit einem 73.8. gegradet, ja, 600 Yards, 13 Yards per Reception, 6 Touchdowns. Das hast du jetzt aber sehr doppeldeutig ausgedrückt. Warum? Er trägt die Nummer 1. Er ist nicht Wide Receiver Nummer 1 der Cowboys. Ach so, Entschuldigung, ja, ich meinte natürlich die Nummer 1 als Trikotnummer. Entschuldigung, das sollte jetzt nicht Wide Receiver Nummer 1 sein. Das wäre, glaube ich, bei den Cowboys echt erstaunlich, wenn er die Nummer 1 gewesen wäre als Six-Round-Pick. Geht alles, aber er ist es definitiv nicht. Ja, ich denke mal, sein Vertrag läuft aus 2022 jetzt. Und wie sieht es denn da aus? Was würde der denn kosten, der Junge? Ich bin gerade noch abgelenkt von dem Vogel, der hier neben meinem Fenster anfängt zu zwitschern, aber ist auch okay. Der zwitschert dir doch die ganzen Zahlen. Der ist doch zu. Genau. Der genießt in erster Linie, dass man hier Content produziert am Dienstagabend. Der freut sich ja richtig. Nee. Sehr schön. Nein, aber bei Wilson ist das so, der hat einen Jahresvertrag nur gehabt dieses Jahr. Für 2,1 Millionen hat er gespielt. Und der hat ja gerade zum Ende des Jahres als Gallup ausgefallen ist.
hat er nochmal richtig draufgelegt. Und ich habe keinen Market Value jetzt richtig von ihm gefunden, aber ich denke mal, so ein Prove-It-Deal für, ich sag mal, 4-5 Millionen könnte man ihm mal geben. Oh. Denn das, was er gezeigt hat, finde ich wirklich gut. Da muss man sagen, er bringt ja auch die Physis mit eigentlich, die Arthur Smith fordert auch bei den Wide Receiver. Mhm. Und wie gesagt, also fand ich jetzt so auch wie er gespielt hat, sehr gut. Wirkte sehr robust, hatte gute Routen, hatte die Grades waren relativ gut. Ja, die letzten beiden Spiele vor allen Dingen, ja. Und der wird auf jeden Fall nicht teuer. Ich muss ja immer dazu sagen, wenn ich jetzt hier Free Agents vorlese, das ist alles auch mit der Berücksichtigung, Ridley ist noch bei uns unter Vertrag und alles mögliche. Also aktuelle Cap-Situation, die halt eben sehr trist ist. Deswegen will er jetzt hier nicht ankommen und sagen, ja, aber Devonta Adams ist ja auch Free Agent. Ja, es ist schön, dass der Free Agent wird, aber den können wir uns dann nicht leisten. Ne? Nee. Nein. Das wird, glaube ich, etwas schwieriger. Aber damit ihr den Namen schon mal gehört habt oder falls ihr mal irgendwie im Kosmos unterwegs seid und er rauscht an euch vorbei, der Name könnte man vielleicht darauf abgezielt haben. Aber gut, gehen wir weiter. James Washington spielt nicht für Washington, sondern für Pittsburgh. Ja, oder ist zumindest da noch unter Vertrag. Second-Round-Pick. 50er Grades, nicht ganz so erfolgreich dieses Jahr gespielt, nur 285 Yards. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt war. Nee, er war überall mit dabei oder fast bei jedem Spiel dabei. Ein etwas besseres Spiel gemacht, ansonsten eher so unterdurchschnittlich. Die letzten beiden sogar gar nichts auf die Schippe gebracht hier. Ja, was ist denn mit dem Herrn? Warum sollen wir uns denn den antun? Weil der sehr günstig zu haben wäre. Also ist er jetzt aus seinem Rookie-Vertrag rausgekommen. Und bei Washington ist das so, seine beste Saison war 2019, da hat er irgendwie knapp 800 Yards gehabt. Ich weiß jetzt halt auch nicht genau, ich weiß, 2020 war er verletzt, deswegen hat er da nicht wirklich gespielt, meine ich. Und dieses Jahr, wer ist in Pittsburgh nochmal Number One Receiver? Ich vergesse den Namen immer. Juju. Nicht Juju. Das ist noch einer. Ach so, der Deontay Johnson. Nee. Ja, und der hier, der große. Ja, der ist noch anders. Ja. Claypool. Ja. So. Alles noch drauf gehabt hier. Nee, und deswegen großartig. Kann auch sein, dass er sich einfach nach der Verletzung dann auch nicht mehr durchsetzen konnte, richtig dieses Jahr. Aber ich weiß, dass 2019 war halt richtig stark, 2018 war auch ganz gut. Und wie gesagt, er würde halt nicht viel Geld kosten, kann ich mir einfach nicht vorstellen bei der Leistung halt. Und dafür, dass man ihn irgendwie für, weiß nicht, vielleicht 1, 2, 3 Millionen ausprobieren kann, würde ich auf jeden Fall. Weil er auch ein relativ physischer Receiver ist eigentlich, zumindest einer, der man ein paar Hits aushalten kann. Und mit 5'11", ja? Ja, aber wiegt ja auch 212 oder 213. Das ist 13. Schon so ein kleines Kraftkerlchen. Ja, aber deswegen sage ich mal, man müsste immer günstige Alternativen angucken. Das ist einfach so. Und auch auf was natürlich realistisch ist, wenn man natürlich jetzt die anderen Teams anguckt und Pittsburgh in der Offensive, weiß ich jetzt nicht, ob so Mason Rudolph oder so, da jetzt die letzte Lösung ist oder wenn die jetzt noch einen Rookie draften oder wie auch immer. Das steht ja auch alles noch relativ offen bei denen, deswegen wäre auf jeden Fall möglich, so jemanden zu holen. Eine grobe Sichtweise, was passen könnte, weil wir können nicht Spieler, die noch im Vertrag sind, irgendwie, also das ist jetzt, sage ich mal, ausgeschlossen. Jojo ist wieder mit dabei mit einem Kommentar. Er hat es heute mit den Chase Boys, ja, Chase Claypool. Ja, danke Jojo. Wir haben es gerade nochmal gefunden. Gerade so die Kurve gekriegt. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Chris merkt noch an zu unserem vorherigen Spieler. Ich lese es nur mal ganz kurz vor. Ist die Frage, ob Wilson nur von der Abwesenheit von Cooper und Lamb profitiert hat, also ob die Gegner sich nicht auf ihn konzentriert haben? Bezüglich der letzten beiden Spiele wahrscheinlich, weil ich glaube, da waren die schon gesetzt, oder? Als Playoff-Kandidaten, die Cowboys? Die werden die wahrscheinlich ein bisschen geschont haben, oder waren die verletzt? Nee, ich weiß gar nicht genau. Anwesenheit, nicht Abwesenheit. Ja. Also er meinte, dass er davon profitiert hat, dass Cooper und Lamb mit ihm auf dem Feld waren. Klar, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, jetzt sag ich mal, Ridley spielt nächstes Jahr und ist die Nummer 1. Das heißt, das sind ja alles kein Number One Wide Receiver, sondern ergänzende quasi. Ergänzend. Ja, da habe ich mich verlesen. Vielen Dank für den Hinweis. Dich zu verbessern immer gerne. Man wird nicht jünger. Ich weiß, du machst das besonders gerne. wann hattest du eigentlich dein letztes Gate? Ist lange her, oder? 2 Sendungen? Jinx, was ist los? Jinx ist nicht. Und weg ist er. Nein, natürlich nicht. So, Rashard Higgins. Da kann vielleicht der Jan, unser Cleveland-Boy, was zu sagen.
auch, oh, der ist schon länger dabei, der hat wahrscheinlich nur einen Jahresvertrag jetzt gehabt, nehme ich mal an. Ja, genau, hat ein Jahr für 2,3 Millionen. Gedraftet Runde 5 2016, hat auch durchweg in Cleveland gespielt. Ich weiß nicht, ob sich da ein Vater gemeldet hat, ob Baker Mayfield ihm die Bälle richtig zuwirft oder nicht, aber er wäre wohl frei. Demzufolge ein Spieler, der jetzt auch eher so wie Washington gegradet wurde, nicht so das Gelbe vom Ei. 8 Yards im letzten Spiel, 58, 63 Yards mal mit 6 Targets und 4 Receptions, Woche 4 gegen Minnesota. Ja, also wie günstig wäre der? Der wäre auch für maximal 3 Millionen für ein Jahr mal zu haben. Das ist ja das eben, das ist ja das Gute. Ich meine, letztendlich hat er ja auch einen Down. Ich glaube, das letzte Jahr war ganz gut von Higgins. Und ich weiß nicht, ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber der ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben von den Browns. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ja, 600 Yards in 2020 hat er gemacht. Das war sein bestes Jahr. Ja. Und muss auch berücksichtigen, dass die Browns Offense ja allgemein jetzt nicht wirklich gut war. Jetzt sei es auch der Quarterback-Situation geschuldet mit der Verletzung von Mayfield. Und ja, wie gesagt, Higgins finde ich eigentlich auch ganz cool. Vom Spiel her auch ein bisschen robuster. Wäre auch günstig zu haben. Und einfach mal solche Spiele ausprobieren, die auch dann Erfahrung mitbringen. Warum nicht? Ja. Okay. Und Washington, sonst, ja. Wilson, Higgins. Einfach mal merken, ja, und ein Auge drauf haben. Vielleicht haben wir ja einen Treffer, ja, wenn die bei uns anklopfen oder zumindest es dann heißt, The Falcons signed, vielleicht einen von den Spielern. Gut, das wären die Wide Receiver. Genau, ja. Ich habe noch, mache ich jetzt eigentlich noch jede Woche immer noch so ein paar Namen nochmal zusätzlich, einfach nur, damit man die mal gehört hat. Auch die möglich wären Sammy Watkins zum Beispiel, Zay Jones, DJ Chark, finde ich auch interessant. Oh, ja. Aber ich glaube, dann der wird teurer, oder? Ja, also der ist irgendwie momentan angegeben mit 10, 11 Millionen. Das kann ich mir aber absolut nicht vorstellen. Dafür ist er halt viel zu verletzungsanfällig. Ja, aber ich glaube schon, dass der bei 6, 7 landen wird. Michael Gallup ist der Nächste, der ja auch jetzt mit seinem Kreuzbandriss hat, glaube ich, ne? Und wen ich ganz interessant finde, auch ernsthaft, ist Traquan Smith von den Saints. Fand ich gar nicht so schlecht als Wide Receiver. Ja. Und vielleicht günstig zu haben, wenn Fontenot nochmal seine Beziehung spielen lässt, weil ich meine, letztendlich ist bei den Saints ja auch so ein kleiner Umbruch drin. Nur damit man es schon mal gehört hat, falls auch mal. Und von den Packers kommen auch noch, ich glaube, 3 Wide Receiver, die Free Agency, Lazard, Valdez-Scantling und St. Brown. Aber mit Vorsicht zu genießen, alles, was von den Packers kommt. Aha. Zitat Dominik. Okay. Gehen wir zur Tight End Group. Ja, immer noch. Wir haben einen Saints-Fan auf Twitch. Könnt ihr gern haben. Okay. Ja, okay. Dazu bitte nochmal kurz ausführen. Warum? Warum können wir den haben? Haben eh kein Geld, um zu verlängern. Doch, habt ihr. Wie heißt denn der Beatwriter, beziehungsweise auf Twitter? Der hat es auch in einem Video ausgeführt. Ich hab's auf Discord gepostet. Der hat gezeigt, dass ihr die 80 Millionen oder so, die ihr da quasi im Minus seid, ganz locker wieder auffüllen könnt. Also Cap Hell ist bei den Saints nicht vorhanden. Kennen die gar nicht. Also von daher, das ist gar kein Problem. Da habt ihr auf jeden Fall Geld. Das werden wir wieder sehen. Ja, Chris fragt etwas süffisant. Hat da jemand Michael Thomas gesagt? Würde der kommen? Den hast du jetzt nicht im Dings drin. Ist, hat der noch Vertrag? Das erstmal, aber den wollen wir auch nicht haben. Warum nicht? Aber der hat schon immer in Falcons Bettwäsche geschlafen, der Typ. Ja, immer. A dream come true. Das wäre es ja, wenn wir dann Michael Thomas kriegen. Und der bei uns dann richtig ausrastet, ne? So richtig komplett All-Pro-Season hinlegt. Dann darf er natürlich kommen. Und dann sind wir auch alle so mit ihm. Alle. Genau. Ja, waren wir immer schon. Fähnchen im Wind halten dann. Ja, sofort. Ja. Nee, muss aber nicht sein. Nein. Hier die Pässe von Josh Rosen einfach fängt. Herrlich. Ja. Bitte kein Michael Thomas. Hier Alex Wurzer, cross die Finger hinter Brücken. Er betet, dass wir keinen Michael Thomas kriegen. Immer gut, diese Österreicher. Die haben immer Werden wir mal sehen. Gehen wir zu den Titans. Hayden Hurst. Sehr wahrscheinlich nicht mehr zu sehen dieses Jahr. Lee Smith hat retired. Ja, wir haben jetzt nur noch, jetzt heftig mal ganz kurz, jetzt bin ich gerade wieder Parker Hesse, so rum. Wow. Ja, genau. Das ist auch ein Name. Graham haben wir noch, glaube ich, als Tight End.
Mm-mm. Ach, der ist weg? Ja. Kyle Pitts jetzt noch, falls dir der Name entfallen nur noch, ist. Nur noch Pitts. Kyle wer? Kyle. Never heard of her. Hier schreibt Murray, Believer, ihr könnt Christian Kirk haben. Der ist, glaube ich, ist er nicht sogar mit drin? Er wird Free Agent, aber der wird auch mit ungefähr 10 Millionen prognostiziert, weil der ja knapp 1000 Yards gemacht hat. Ja, danke. Danke, Murray Believer. Ja, hier so also, überteuerte Eier ins Nest legen hier. Ich sag mal, wenn der sagt, komm bei den Falcons, wollte ich schon immer mal spielen, für eine Mille mache ich das ja mal mit. Ja. Nehmen wir den natürlich auch. Die wollen uns hier kaputt machen, ja, die Gegner, die anderen Vögelchen. Ja, die wollen uns hier kaputt machen, ja, dass wir uns überschulden. Ja, die haben ja Angst. Wir spielen ja nächstes Jahr gegen die Cardinals. Genau. Genau. Oh. Ob Kyler Murray wieder einen Touchdown-Pass auf Kyle Pitts wirft? Ey, seitdem ist der auch bei uns hier in jeder Sendung, ne? Hey, da ist es. Kyler Believer. Da ist es, der Murray-Believer. Da bahnt sich was an. Bei uns hört ihr es zuerst. So, gehen wir mal auf die Titans. So. Anthony Firkser. Yes. Erinnert mich so ein bisschen an Faxen. Mach keine Firkser. Irgendwie sowas. Naja. Guter Junge. Ich glaube, der war gar nicht so schlecht. Naja, geht so. Aber zumindest die letzten Spiele hat er ein bisschen aufgedreht. Tennessee Titans. Ja, hatte ja, wie gesagt, gute Jahre gehabt, hat jetzt ein Jahr gespielt für 3 Millionen. Und die Verbindung zu Arthur Smith auf jeden Fall da. Der hat, ich glaube, der hat auch letztes Jahr ganz gut gespielt mit ihm zusammen und vorletztes Jahr. Firkser finde ich ganz cool, eigentlich als Tight End 2 bzw. 3 wäre auch nicht teuer. Vielleicht 2-3 Millionen, wenn es hochkommt pro Jahr. Und man muss immer überlegen, ich meine, Pitts ist, ja gut, nominell zwar der Tight End 1, aber wir brauchen jetzt da auch keinen zweiten Pitts quasi hinstellen oder so einen Kelce oder so, sondern einen Allrounder, sage ich mal. Und dafür wäre Firkser, denke ich mal, ganz gut. Gerade eben, weil er auch noch Arthur Smith kennt und da vielleicht sogar noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten kann. Ganz interessant auf jeden Fall, der Spieler. Der Herr Firkser. Großartig. Ja, den Namen sich mal merken. Dann haben wir Tyler Conklin. Bei Firkser, ich hätte mal eine Frage. Ich habe nicht dann noch mal Zeug. Ganz so auf dem Schirm, aber der blockt auch nicht so viel, ne? Das ist nicht so ein typischer Blocking-Tight-End, ne? Nee, ist er nicht. Also, es ist jetzt kein Lee Smith, den du dann hinhauen kannst, das stimmt schon. Der hat 4 Pass-Blocks nur gemacht. Ich gucke gerade mal, ob er noch irgendwelche Run-Blocking-Grades hat, ob da noch was rausgekommen ist. Na doch, für den Run-Block ist er eingesetzt worden. 109 Snaps. 56 Mal hat er den Run-Block gesetzt. Also da hat er schon ein bisschen was gemacht, aber insgesamt eher weniger. Mhm. Eher weniger. Tyler Conklin. Das ist so ein kleiner Favorit mittlerweile, weil er dieses Jahr gespielt hat, wie heißt er? Bei den Vikings müsst ihr mir mal helfen. Ist nicht Noah Fan, das ist der andere aus dem Draft, glaube ich. Fan spielt bei den Broncos. Ist nicht mehr Rudolph, ne? Nee, genau. Ist nicht mehr Rudolph. Komm gerade leider nicht auf den Namen. Tut mir wirklich Fan des Broncos leid. Gewesen, ja. Irv Smith heißt er, so jetzt bin ich drauf gekommen. Der war nämlich verletzt dieses Jahr. Und Conklin ist eingesprungen, hat richtig gut gespielt. Dafür, dass er halt einfach nur aus seinem Rookie-Vertrag jetzt rausgekommen ist. Wie gesagt, wäre auch kostengünstig, denke ich mal. Dieses Jahr gut gespielt. Ausprobiert war auch nicht. 600 Yards. Und ich habe nämlich einen Freund, der Vikings-Fan ist, und der hat gesagt, hätte man sich vielleicht auch mal überlegen können, ob man Conklin nicht verlängert. Aber die Vikings haben auch eine sehr, sehr schwere Cap-Situation, deswegen ist das eher nicht möglich, dem jetzt irgendwie mal einen besseren Vertrag zu geben. Und da der Titan-Markt nämlich an sich relativ übersät ist, muss man wirklich sagen, dieses Jahr sind richtig gute Titans in der Free Agency. So mehr wie Conklin, warum nicht? Ich glaube, der wär auf jeden Fall nicht teuer und würde gut, denke ich mal, zu uns passen. Ja. Mischa hat es hier gerade auch nochmal ergänzt, Irv Smith als Namen. Einen, der blocken kann, wäre gut, schreibt Sascha. Mhm. Ja. Da bin ich mal. Ja auch, aber muss ich sagen, weiß ich nicht, klar, Lee Smith war, denke ich mal, wichtig, aber eher auch mitunter als Locker-Room-Guy. Also, klar, im Blocking-Tight End würde ich, also ich persönlich jetzt zumindest jetzt nicht irgendwas wie 3-4 Millionen oder so im Jahr geben, aber da glaube ich, wenn du wirklich einen reinen Blocking-Tight End suchst, kannst du bestimmt auch über undrafted Free Agents oder so einen ganz, ganz minimalen Veteran-Deal da rankommen. Und das sind jetzt ja wirklich Tight Ends, die
auch im Receiving Game mal mithelfen können und auch da ihre Stärken haben. Wie gesagt, fast 600 Yards. Ja, also geblockt hat er auf jeden Fall auch ein paar Snaps. 98 steht es hier. Ja, also das ist, da hat er auf jeden Fall schon ein bisschen was gemacht, aber er kann halt auch Bälle fangen. Und 3 Touchdowns hat er auch gemacht. Also feine Sache, ja. Würden wir dann wahrscheinlich sehr gerne begrüßen, wenn es auch preislich passt. Naja. Wen haben wir hier noch? Mo Alie-Cox. Coole Frisur. Indianapolis Colts 2017 als undrafted Free Agent. Gekommen 6'5 hoch, der größte bis jetzt, glaube ich, von den dreien. Ja. Und, das ist ein richtiges Kraftpaket. Der ja, 267. Boah, LBL, ja. Alter Schwede. Der hatte, hatte auch vorletzte Saison, also 2020, sein stärkstes Jahr gehabt. Der hat jetzt ja immer hinter Jake Doyle, müsste da immer noch, glaube ich, Teil 1 sein bei den Colts. Und man muss natürlich dazu sagen, dass Jonathan Taylor ja so ausgerastet ist, dass es, glaube ich, im Receiving Game nicht so viel übrig geblieben ist. Mo Alie-Cox hat dieses Jahr auf seinem Tender gespielt für knapp 3,4 Millionen. Das ist eben auch das Gute, sage ich jetzt mal, für uns, weil der Spieler hat dieses Jahr ein kleines Down-Year gehabt und wäre dementsprechend jetzt nicht so teuer. Gerade in diesem Background, er ist undrafted und das ist ja auch, spielt auch immer noch mit eine Rolle bei Vertragsverhandlungen. Aber Mo Alie-Cox kann halt, ist auch ein guter Allrounder, gerade eben durch die starke Physis. Und wenn man sich das mal anguckt hat, gerade in 2020-Saison, richtig geil, was der manchmal macht. Er hat auch relativ lange Touchdown-Pässe mal gehabt. Da hat er mir richtig gut gefallen. Deswegen ist er mir immer im Kopf geblieben. So. Und 45 Yards. Da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. So Mo Alie-Cox wäre richtig, richtig schick. Das war schick. In 2020 fast 400 Yards gemacht. 2 Touchdowns. Die Grades um die 80 rum. Sexy. Sexy. Kann er gerne kommen. Ja, aber wer weiß, vielleicht ein Conklin oder ein Anthony Firkser. Wir werden es sehen, wir wissen es nicht. Aber zumindest habt ihr da ein paar Namen. Hast du da auch noch mal so ein paar Namen außerhalb der Spur? Vielleicht gibt es da noch was? Erzähl mal. Sonst ein Jordan Akins von den Texans als soliden Allrounder. Ricky Seals-Jones, der hat jetzt aber schon 2 Jahre auch gar nicht mehr gut gespielt. Der ist interessant, finde ich. Ja, also früher Cardinals, ich weiß gar nicht, wo er mittlerweile mal gespielt hat noch. O.J. Howard, den kennen wir aus unserer eigenen Division noch. Ja. Der hat ja am Anfang seiner Karriere mal richtig gut hingelegt. Aber ist der nicht sogar ein First-Rounder? Ja, ehemaliger. Wow, ehemaliger 19, glaube ich, ist der geholt worden. Ja. Aber dann irgendwie auch gut hinter Gronk dann natürlich, ist ein Problem gewesen mit Brady, ist klar. Und irgendwie hat Brady auch immer gut gespielt. Njoku von den Browns, den habe ich auch immer gefeiert. Oh ja. Njoku, ja. Und sonst noch Geoff Swaim, der ist auch von den Titans. Ist auch eher ein Misch aus Receiver und Blocking Tight End. Aber da ist auch wieder Bezugsperson noch damals von Smith, deswegen den auch mal mitgenommen. Ansonsten sind halt viele gute Tight Ends tatsächlich in der Free Agency. Also Evan Ingram, Gesicki, Dalton Schultz geht in die Free Agency, Tonyan geht in die Free Agency. Zum Beispiel deswegen. Das sind ja einige große Namen. Deswegen könnte das immer ganz gut klappen, dass man mal vielleicht einen kleinen Glücksgriff hat. Gerade wenn der so Markt so geflutet wird, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn das Angebot groß ist, dann hätte man Chancen, dass es das vielleicht günstiger wird. Wenn. Eine Mischung aus Blocken können und Receiving-Fähigkeiten wäre optimal, wäre da was zu haben. Ja, hat er gerade nochmal angebracht, Sascha. Also von daher gibt es da ein paar Namen, die auf jeden Fall gefallen sind. Alie-Cox wäre mein persönlicher Favorit, kommt von Chris. Und der Herr Brummer ist da, Hudert, meine Freunde. Noch ein Saints-Fan. Auf Twitch und auf YouTube 2 Saints-Fan. Ist doch falsch, diese Woche ist es Huday. Was ist denn los mit euch? Ja. Könnt ihr euch nicht, müsst ihr alles Saints kopieren? Saints können sich nicht konzentrieren, ey, wirklich. Wirklich. Bleiben wir doch in der NFC South gleich und greifen wir doch, ich meine, die Übergänge waren letzte Woche schon so perfekt. Ja, deswegen gehen wir doch gleich in die South und in die Saints News. Da gab es was beim Pro Bowl, ja, und Dominik, du hast auch heute so ein bisschen das Gold an, auf deinem Falken ist zumindest so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen, ja, ist das Gold? Ist das Gold? Ja, ist jetzt einfach Gold. Du bist ja für die Saints zuständig, währenddessen der Herr Brunner hier im Hintergrund kocht, ja, nachdem bin er... Bin ich für die Buccaneers zuständig.
Mhm. Ach, du bist für die Buccaneers zu. Ach, stimmt ja. Ach, siehst du, jetzt komme ich auch schon durcheinander. Kevin, du musst uns bitte was sagen. Was ist denn in Las Vegas passiert? Was ist denn da passiert? Ja, Camara, der hat sich gedacht, dann schlage ich mal irgendjemanden auf die Fresse und lass mich halt dabei erwischen. Nein. Was ist da los? Das hat Kevin aber auch genauso beschrieben, wie es passiert ist. Das ist aber auch so passiert, also oder? Ihr habt das heute auch nochmal gelesen. Das sind ja irgendwie 20 Leute, sind irgendwie in so einer Schlägerei angeklagt, haben die irgendein Opfer halt auf dem Boden geschlagen, als er schon bewusstlos war. Und ich weiß nicht, was Las Vegas mit den Spielern machen, wenn die da sind, aber da muss irgendwas in der Luft sein. Also vielleicht manche fahren dann zu schnell Auto oder so. Ja, stimmt. Ne? Post mit irgendwelchen Waffen auf Instagram oder was war das? Nee, das war eine Direktnachricht, ne? Ja. Ja, und manche prügeln sich dann einfach, weiß man nicht. Man könnte jetzt auch leider, muss man auch leider sagen, typisch Saints, gab es ja in der Offseason mit dabei auch schon genug spektakuläre Sachen rund um diese Franchise, aber nein, das ist ja nicht der, hat er sich nämlich genauso gedacht, immer mitten in die Fresse rein, ist richtig. Zitat vom Herr Brunner. Aus dem Kommentar heraus, für die, die den Podcast hören, unser Saints-Fan schreibt gerade immer mitten in die Fresse rein. Da gibt es jetzt eigentlich nur eine Frage, die sich auftut. Hat sich Netflix schon die Filmrechte gesichert? Oh ja, das wäre auf jeden Fall etwas, die Karriere des Alvin Kamara nach Bounty Gate 2 quasi. Ja, das ist so ein bisschen wie Bounty Gate, oder? Also, Herr Brunner schreibt auch hier gerade, in dem Video ist zu sehen, dass Kamara 8-mal zugeschlagen hat und seine Kumpels ihn am Boden liegen getreten haben. Ey, was ist denn da los? Ja, er hat wohl den am Boden liegenden wohl nicht getreten, aber er hat 8-mal zugeschlagen. Dann schön, dass du mitgezählt hast. Boah, Alter. Bin ich mal gespannt, was da dann bei rumkommt, aber naja. Ja, und sonst die wichtigste Neuerung, wir haben es ja schon angesprochen, Dennis Allen ist jetzt Head Coach bei den Saints, vorher Defensive Coordinator. Was ich mir auch irgendwie gedacht habe, weil mit dieser Cap-Situation und dem ganzen intern Hackmeck, was Loomis da erstmal lösen muss. Ich glaube, das wäre für keinen externen angenehm gewesen, da als Headcoach hinzukommen. Von daher das einzig Richtige, was die Saints gemacht haben. Den kannst du jetzt halt verbrennen. Ne? Ja, ist er auch. Ich meine, letztendlich erkennt die ganze Situation jetzt. Ich weiß gar nicht, der ist ja auch schon relativ lange da, Defensive Coordinator. Und eigentlich alles richtig gemacht. Ansonsten war es das übrigens von den Saints. Sascha merkt noch, freut mich jetzt anzufangen. Wenn der mal nicht entlassen wird. Ah, meint ihr? Kamara wird entlassen? Wegen sowas doch nicht. Glaube ich nicht. Hallo? Kannst du auch deinem Kind den Arm brechen oder dein Kind auspeitschen und kannst trotzdem in der NFL spielen, hallo? Pro Bowl sogar. In der Stadt von Bounty Gate, wo Filme drüber gemacht werden? Also, nein. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Na. Also, doch nicht wegen ein paar Mal auf die Schnauze hauen. Das hat doch... Hat er geschossen oder so. Ja, war wahrscheinlich noch nicht mein Footballspieler. Ja. Und Turi. Ja. Nein, wir wollen es hier gar nicht verherrlichen oder irgendwie durch den Kakao ziehen. Nicht schön. Und da draußen bitte nicht nachmachen. Ja, Gewalt ist definitiv keine Lösung. Ja, wer weiß, was bei denen im Tee war, ja, dass die so ausgerastet sind. Gibt es was zu den Buccaneers? Ja, also nach solchen News, den Saints, traue ich mich gar nicht, mit den Buccaneers weiterzumachen, weil es gab eigentlich nichts. Ich glaube, das Spannendste war halt, dass wirklich Leftwich mehrere Gespräche hatte, aber wohl bei den Buccaneers bleibt. Großartig. Danke für die Buccaneers News. Was war bei den Panthers besonders neu im Rahmen des Pro Bowls? War auch Luke Kuechly, ja, der ehemalige Elite-Linebacker, zugegen. Und man hat so ein bisschen durch die Blume gehört, dass er eben es sehr vermisst, Football zu spielen, und möglicherweise kribbelt es in seinen Fingern. Wer weiß, vielleicht setzt er doch nochmal den Helm auf. Ja, muss er vielleicht nochmal so 3-4 Wochen mal ins Fitnessstudio ein bisschen die Muskeln aufblasen und dann geht's wieder rund. Mal schauen. Und Kenny Pickett, Quarterback von Pitts, ja, hat wohl verlauten lassen, dass er entweder für die Steelers oder die Panthers gerne spielen möchte, denn es gab wohl dort mal eine Verknüpfung zu Matt Rule und deswegen gäbe es möglicherweise dort auch eine Option, zu den Panthers zu gehen. Die haben ja ein bisschen was mit dem Quarterback zu tun und ihr Cam Newton ist ja auch weg und dementsprechend wollen wir mal schauen, was sich da so tut. Ansonsten gab es auch nicht wirklich Berauschendes bei den Panthers.
Kommen wir zu den Falcons-News, beziehungsweise zu den Roster-Moves. In der Tat hat sich da nichts getan. Kein Spieler wurde entlassen oder irgendwie gesigned oder sonst irgendwie was gemacht. Aber es wurde ein langjähriger Director of Pro Personnel, Steve Sabo, im gegenseitigen Einvernehmen haben sie sich getrennt. Ja, Sabo war 12 Jahre lang in verschiedenen Funktionen für die Falcons tätig, unter anderem als Director of Player Personnel unter dem ehemaligen Falcons General Manager Domas Dimitrov. Die Hälfte dieser Zeit war er bei den Falcons als Director für College Scouting tätig. Sabo und die Scouting-Abteilung der Falcons entdeckten in dieser Zeit Spieler, die erst in den letzten oder letzteren Runden ausgewählt wurden. Unter anderem wie Grady Jarrett, Foye Oluokun oder Russell Gage. Sabo verbrachte seine ersten beiden Seasons bei den Falcons als Scout für den Mittleren Westen, während er 2012 auch für den Südosten scoutete. Jetzt gibt es so ein bisschen Gerüchte um dieses ganze Thema. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja, gilt das noch als Front Office? Ja, das gilt eigentlich noch als Front Office, oder? Ja, aber so wirklich. Als Director-Posten, klar. Ja, so wirklich geläufig ist es ja nicht. Ich habe mal so ein bisschen rausgefischt, was denn dieser Director of Player Personnel denn so macht oder so ist. Einfach mal, dass man es auch nochmal direkt gehört hat. Also, der ist direkt dem General Manager unterstellt und befasst sich hauptsächlich mit den Spielern, die bereits in der NFL sind. Zu seinen Aufgaben gehören der größte Teil der Vertragsverhandlungen mit Free Agents, die Aushandlung von Vertragsverlängerungen mit aktuellen Spielern und das Scouting der Kader der anderen 31 NFL-Teams. Das Scouting anderer Teams wird in der Regel an eine Reihe von Liga-Scouts delegiert, die dem Team unterstellt sind und direkt dem Director of Player Personnel unterstehen. Einige DOPP, wie sie dann genannt werden, leben von ihrer Fähigkeit, Verträge zu schreiben, andere von ihrer Fähigkeit, aktuelle NFL-Spieler zu scouten oder die besten verfügbaren Kader zusammenzustellen. Also nur mal so ein bisschen, um zu horchen, was die eigentlich alles so machen müssen. Direkt unterstellt den GM. Und da sind jetzt so ein bisschen auch die Gerüchte, die sich so in der Bubble jetzt ranken, ja, was das jetzt zu bedeuten hätte. Es wird kolportiert, dass möglicherweise Fontenot Sabo die Möglichkeit gegeben hätte, in einer geringeren Rolle an Bord zu bleiben, was Sabo möglicherweise dann abgelehnt hat. Ja, Fontenot hatte so eine ähnliche Funktion inne, als er in New Orleans war oder da gearbeitet hat. Entweder wird er mehr Verantwortung in diesem Bereich übernehmen oder er hat jemand anderen, mit dem er diese Rolle besetzen möchte. Jetzt weiteres hat man jetzt noch nicht gehört. Also bis heute ist es jetzt noch nicht raus, ob da jetzt ein Neuer kommt oder Fontenot es übernimmt. Man wird schauen müssen und vielleicht kriegen wir dann den nächsten Namen etwas mehr präsenter. Ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, war mir jetzt nicht so geläufig. Steve Sabo nach 12 Jahren. Gutes Gelingen bei der nächsten Stelle. Der wird wahrscheinlich weiterarbeiten. Na gut. Wollen wir zu den Auer fragen, falls es hier nichts weiteres gibt von eurer Seite? Eine schöne Auer-Frage. Auer bedeutet ja ask us anything. Ja? Und dementsprechend zielt auch diese Frage, wir fangen mit einer schönen lockeren Frage an. Da Doug Peterson neuer Headcoach bei den Jacks wird und gerne Eis ausgibt, habe ich mich gefragt, was eure Lieblingseissorte ist. Ask us anything. Hallo? Geil. Komm, Dominik darf anfangen. Als gebürtiger Italiener und Erfinder des Eis, quasi Gelati, ja, sag mal, was ist dein Lieblingseis? Ich bin da ein Klassiker und es gibt nichts über ein gutes Vanilleeis. Vanilleeis, also eher langweilig, gut, danke. Kevin, was ist mit dir? Absoluter Erdbeereis-Fan. Erdbeereis? Ach, Erdbeereis, einfach gut. Oh, jetzt habe ich ja Sachen im Kopf. Das ist nicht gut. Ich bin ja eher so in die Nussrichtung. Bei mir muss irgendwie immer Nuss mit dabei sein. Nougat, Nuss, Stracciatella, so ein bisschen Nuss. Nee, geil, er macht es nicht besser. Ich wollte gerade sagen, das hat er jetzt nur noch schlimmer gemacht damit. Warum? Nuss. Was ist los mit euch? Ja, danke für die Frage. Gerne mehr solche Fragen. Wir werden in der Offseason, wenn wir wahrscheinlich nicht so viel zu reden haben, Dinge besprechen, die weit ab von Football sind. Ja, ich sehe es schon kommen. Animiert mir hier die Mädels und Jungs nicht. Sind euch Trades bekannt, die aufgrund einer zufällig entdeckten Chemie zwischen Spielern des Pro Bowl zustande gekommen sind?
Ist euch da was aufgefallen? Das wird ja ganz gerne, wenn welche solche Happenings sind. Ja, das ist auch in Deutschland gerne gewesen, wenn wir Landesauswahlspielen hatten. Ja, dann plötzlich haben dann die Spieler dann die Vereine gewechselt, weil dann eben Trainer von anderen Teams sich plötzlich zu Spielern von anderen Teams hingesetzt haben und so, willst du nicht mal zu uns kommen. Ich glaube, darauf zielt das ab. Irgendwas in der Richtung gehört? Irgendwas, irgendwelche Spieler, die ein bisschen nah verdächtig bei anderen Coaches waren oder sich mit anderen Spielern getummelt haben. Es gab ja diesen, ich habe es gepostet auf Instagram, dieses Tackling von, wie heißt der End von den Saints? Ach, Cam Jordan mit Kyle Pitts. Cam Jordan gegen Pitts. Das war witzig. Hat er ihm vielleicht was gesteckt? Kommt zu den Saints? Vielleicht? Wer weiß? Nein? Ja, Pitts hat gesagt, komm mit ins Bild. Ich habe schon die Falcons-Uniform für dich da. Genau. Sieht schick aus. Ja, komm also doch mal rüber. Die präsenteste Person beim Pro Bowl war sowieso Freddy. Freddy Falcon? Überall rumgetauntet. Der muss eigentlich alle eingesagt haben. Nee, aber ich glaube, es ist einfach ganz menschlich. Ich habe noch nie davon gehört, dass es speziell so davon gekommen ist, aber ich glaube, es ist ganz menschlich, wenn man untereinander zusammenkommt, dass da halt auch vielleicht Freundschaften mal entstehen können, ne? Spieler, die sich vorher vielleicht nicht kannten oder so, und bestimmt fallen da auch mal die ein oder anderen Gespräche mit ab. Aber ob es jetzt daran liegt, dass irgendjemand wirklich zu der Franchise wechselt, ist ja auch schwer, das zu steuern und zu koordinieren, zu einer bestimmten Franchise zu kommen, wenn nicht gerade der Vertrag ausläuft, ne? Das stimmt wohl. Ja, also mir ist da jetzt auch nichts aufgefallen. Gehört haben wir da auch nichts weiter. Wahrscheinlich eher, wenn die gemeinsam am College gespielt hätten und dann irgendwie bei verschiedenen Franchises. Also so wie OBJ und Landry zum Beispiel, weil Landry war ja auch bei den Browns, als OBJ hingekommen ist. Und was hat es gebracht? Ja, Satz mit X, aber das ist mir nur gerade auch mal so eingefallen, das war bestimmt. Schuld ist ja auch nur Baker Mayfield. Ja, dann draften wir ja doch Sauce Gardner. Ne? Dann muss ja. Allein weil er Spitzname Sauce hat, ist einfach schon überragend. Ja, gut. Schon geil, ne? Ist so. Dann suchen wir das Haar in der Sauce. Nein. Okay. Klodowik schreibt hier noch zum Thema Eis: Joghurt mit Frucht. Nur mal so. Damit ihr auch mal Alternativen hört zu Vanille, Dominik. Machst du da wenigstens irgendwas drüber, so eine Soße oder so? Ist es nur Vanille? Ich betone nochmal, es muss auch wirklich ein gutes Vanilleeis sein. Also nicht hier so ein komisches von eurer Eisdiele um die Ecke, die das TK holen. Ne? Nee, wir fahren jeden Tag nach Sizilien, ist klar. Ja, und holen uns da so in etwa. So in etwa. Na klar. Gut. Letzte Auerfrage. Und wenn noch jemand im Chat was übrig hat an Fragen oder irgendwelchen Anmerkungen, dann gerne reinhauen, dann wollen wir es noch mit reinbringen. Scheint auf jeden Fall ein neues Mitglied zu sein. Ja, ich gucke mal ganz kurz, was ist das für ein Bild? Ach nein, ich erkenne das Bild wieder. Ist ja spannend, ganz anderen Namen als hier auf YouTube. Wie seid ihr zu den Atlanta Falcons gekommen? Oh, das hatten wir kurz schon so und oft, knapp. Oder? Ja, so oft war das nicht. Jojo schreibt Schokominze als Eis. Hier ist auch nochmal schon was Schönes. Ja, also kurz und knackig. Ja, Kevin, da willst du mal wissen. Saison 2015, Julios 1800 irgendwas Saison. Da habe ich sie kennengelernt. Ja. Wo sie 5-0 gegangen sind, war es, glaube ich, am Anfang. Da habe ich ein riesiges Spektakel. Das erste Jahr unter Shanahan. Und da habe ich die kennengelernt, die Falcons. Und seitdem nicht mehr losgekommen. Dominik, bei einem guten Vanilleeis? Nee, ich saß Florida, Langeweile, geguckt und da hat Julio Jones, musste auch 2015 gewesen sein, die Buccaneers, wo die Buccaneers noch nicht so bedeutend waren wie heute, sondern einfach nur ein kleines Licht in der NFC South, im Alleingang zerstört. War impressive. Impressive. Bei mir war es Jamal Anderson und die 96er Falcons, der Falke, der Color Code, der Dirty Bird Dance, das muss man echt sagen. Ja, da war damals schon in meinem Blut, ja, ich habe ja dann Jahre später erst angefangen, Football zu spielen. Und als DB, ja, ich sag's immer wieder gerne, ja, scheißegal, wie du spielst, Hauptsache, du siehst gut aus. Ja, und dementsprechend haben wir das gelebt, ja, und der Tanz hat das auch so ein bisschen anscheinend hervorgerufen. Jamal Anderson, Chris Chandler, Jesse Tuggle, ja, die geilen Spieler. Jesse Tuggle findet man im Übrigen. Klingt auch alles sexy, was du sagst. Ja,
Es war auch sehr sexy. Ich wollte gerade noch schreiben, man findet leider kein Trikot von Jesse Tuggle im Shop. Da kriegt man nur diesen Keith Brooking, ja, der dann abgewandert ist zu den Cowboys und dann da irgendwie Action gemacht hat. Da kriegt man was, aber kein Jesse Tuggle. Leider nicht. Ja. Gut. NFL Europe 96, danach NFL, danach Falcons. Ah, so war das bei Chris. NFL Europe 96. Wer wurde da World Champion? Hieß es World Bowl Champion? Wer war das 96? Boah, könnte ich nicht mehr sagen. Aber Größen wie Kurt Warner haben auch in der NFL Europe gespielt. Die wurde ja dann NFL Europa umbenannt, weil es von den 6 Teams 5 in Deutschland waren. Jetzt heißt sie ELF. Das ist sowas Ähnliches zumindest. Alex Wutzer hat noch eine Frage. Ja, also danke erstmal für die Frage. Was wir zu uns sagen sollten. Hier gibt es noch eine. Letztes Footballspiel diesen Sonntag für einige Monate wieder. Wie tröstet ihr euch über die traurige Zeit? Dienstags 17.30 Uhr hier mit den Freunden treffen. Ganz einfach. Genau. Ja. Oder? Das ist aber eine gute Frage. Habe ich meine Freundin auch schon gefragt. Oh. Verstehe. Ja. Wir haben ja ein bisschen was in petto. Ja, die Free Agent bis zum 15. März, dann fangen die Prospects an, dann ist der Draft und dann ist ja eigentlich schon fast rum. Ja, dann ist ja fast schon wieder Weihnachten. Da ist schon wieder Preseason, meine ich. Das ist schon wieder Preseason fast. Also, Sascha Lieke schreibt, Mancalf beginnen bis zur neuen Saison. Ja, sehr geil. Wenn man das hat, Respekt. Da wäre ich neidisch. Ja, sowas hätte ich auch gern. Leider keine Option dafür. Das wäre. Wird Zeit, dass die Kinder erwachsen werden, wa? Raus mit euch. Raus. Dauert noch 10 Jahre, bis ich sie rausschmeißen kann. Irgendwas ist ja immer. Die Zeit arbeitet doch gegen einen, ne? Ja, wirklich. Man hat immer irgendeine Ausrede. Na gut. Okay. Großartig, Jungs. Wir haben es heute wirklich kurz gehalten. Boah. Wir wollten eine Stunde schaffen. Intern haben wir gesagt, 1:22 ist es geworden. Ich hoffe trotzdem, es war nicht allzu langweilig für euch. Danke für fast wirklich durchgängig 20 Zuschauer, ja, die es durchgehalten haben hier mit uns. Und so viele neue Gesichter, die wir vorhin gesehen haben. Und schöne Grüße an die Heike. Schwiegermama war das, oder? Ja, sehr schön. Gerne wieder nächste Woche. Gerne wieder nächste Woche. Und nicht vergessen, ja, liked nochmal und abonniert. Ja, und kommt bei Instagram vorbei und bei Twitter, wenn ihr möchtet. Ja, schönes Follow. Ja, die 1000 und sind Discord. Zum Greifen an. Und Discord und Facebook. Dort läuft noch die Umfrage zu Jalen Mayfield. Nehmt gerne dran teil. Hinterlasst 1-2 Sätze gerne dazu, dann werdet ihr auch im Artikel wieder erwähnt. Rate the Rookies, ja, läuft bei uns. Ich zeige es nochmal hier ganz kurz auf der Homepage. Ja, Teil 2 gerade aktuell hier unten zu sehen. Ja, unter der Super Bowl-Uhr noch 5 Tage und 10 Stunden. Ja, Rate the Rookies, Richie Grant. Wie hat die Community geratet? Und hier Teil 1, Kyle Pitts. Ja, und da kommt jetzt Jalen Mayfield am Freitag oder Samstag, war das? Am Freitag kommt dann der Artikel wieder. Großartig. Sehr schön. Freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank, Dominik, schon mal dafür. Ansonsten, für alle, ja, die da jetzt so ein bisschen in ihrem Sessel eingeschlafen sind, ja, nimmt mal die Arme hoch, ja, die Finger zur Seite, ja, Ellenbogen aneinander, Quatsch, die Finger aneinander, die Ellenbogen zur Seite und jetzt einfach mal Incomplete Pass, Ellenbogen strecken, AJ Terrell, der beste Cornerback der Liga, ja, bleibt gesund, ja, bleibt uns treu, nächste Woche wieder 17.30 Uhr hier auf YouTube auf unserem Kanal, war schön mit euch und ich wünsche noch eine schöne Woche, bis dahin, macht es gut, Rise up RTL, bye bye.